Hallo zusammen! Im letzten Video haben wir euch gezeigt, was man so alles erkunden kann in den Tiefen des Alls. Von Katalogsternen über Nebel bis hin zu Neutronensternen war da hoffentlich für jeden etwas dabei. Heute soll es darum gehen, was derzeit alles auf der Oberfläche von Planeten zu entdecken gibt. Dabei gilt, um überhaupt auf die Oberfläche eines Planeten zu gelangen, braucht ihr die kostenpflichtige Erweiterung Horizons. Mit Horizons hat jedes der von euch gekauften Schiffe automatisch ein Modul für den Landeanflug auf Planeten verbaut. Und erst damit wird alles möglich, was wir euch hier im Folgenden vorstellen. Des Weiteren sei erwähnt, diese Aufstellung stammt aus der Zeit vor Elite Dangerous Odyssey. Für die Erkundung von Himmelskörpern benötigen wir zunächst ein paar Dinge. Okay, wir brauchen natürlich erstmal eine Vorstellung davon, was es da draußen alles gibt. Aber dafür ist ja dieses Video da. Darüber hinaus aber besonders die folgenden Dinge. Einen Hangar für mindestens einen SAV, um euch auf der Oberfläche des Planeten bewegen zu können. Ein ausreichend starkes Schiffstriebwerk, wenn ihr auf Planeten mit hoher Schwerkraft landen und vor allem auch wieder starten wollt. Einen Schild, um vielleicht mal ein unsanftes Aufsetzen auszugleichen. Einen Laderaum, wenn man Güter zum späteren Verkauf einsammeln will. Einen Hangar für einen Raumjäger, wenn man gerne mal durch Canyons rauschen möchte. Dazu kommt dann noch viel Geduld, denn nicht alles findet man buchstäblich vor der Haustür. Vor allem aber brauchen wir einen Oberflächenscanner. Der ist nicht automatisch eingebaut, sondern als Klasse 1 Modul so gut wie an jeder Station erhältlich. Wir haben bereits ein Erklärvideo zum Oberflächenscanner gemacht. Dieses findet ihr oben eingeblendet. Vom Grundsatz her gilt, ich muss an einen Planeten oder Mond heranfliegen und ihn mit Sonden kartografieren. Dann sehe ich erst, ob es dort lohnenswerte Orte am Boden zu erkunden gibt. Lohnenswert, naja, das kann jetzt mal wieder viel bedeuten. Aber gerade bei der Erkundung am Boden fallen die Credits nicht gerade wie Sterntaler vom Himmel. Dafür gibt es aber viele andere interessante Sachen. Eine der bekanntesten Methoden der Erkundung von Himmelskörpern ist zum Beispiel die Suche nach Einrichtungen und Installationen. Es ist schwierig, sich einen passenden Namen dafür auszudenken. Aber das Ziel dieser Methode ist es eigentlich immer, sich dadurch Spielinhalte zu erschließen, also hauptsächlich Informationen und gegebenenfalls Gegenstände. Es gibt dazu in Elite eine Fülle an Persistenten, also im Spiel verbleibenden Orten, als auch an zufällig generierten Orten, die nach einem Ausloggen oder einem Sprung im Supercruise wieder verschwinden. Im Englischen findet man dafür häufig den Begriff POI, Point of Interest, also in etwa interessanter Ort. Was sind nun diese Orte oder Installationen und was kann man dort machen? Es gibt in der Bubble und darüber hinaus viele, viele Planeten, auf denen man solche interessanten Orte am Boden finden kann. Die können von Menschen gemacht sein oder aber von Guardians oder Thargoiden. Manche sind als Punkte auf den Planeten schon in der Navigationskonsole anwählbar. Andere zufällig generierte Einrichtungen muss man mit dem Schiff oder dem SRV aus der Nähe erkunden. Das sind dann meistens kleine Basen, abgestürzte Schiffe, Rover-Wracks oder eine kleine Forschungsstation. In den meisten dieser Installationen gibt es etwas zu finden, also Materialien für Synthese, Handelsgüter, Infoterminals mit Datenpaketen und dergleichen.
Viele dieser Orte sind zudem bewacht. Nähert man sich, erhält man meistens eine Warnung und ein paar Skimmer werden dann aktiviert, die anfangen zu schießen, wenn man nicht abhaut. Die sind aber meistens kein Problem. Einer der bekanntesten größeren Orte dieser Art ist sicherlich Death's Hope im Hyadensektor. Dort kann man sozusagen in einem Rundkurs verschiedenste Materialien ergattern. Nach einem Aus- und wieder Einloggen ist Death's Hope dann wieder zurückgesetzt und man kann aufs Neue farmen. Andere Installationen sind durchwirkt von einem der großen Hintergrundstories des Spiels, von denen heute, 2020, aber leider nicht mehr viel übrig ist. Die Rede ist zum Beispiel von den verlassenen Siedlungen des Projekt Dynasty, den vorgeschobenen Posten der Formodyne Riftos oder den geheimen Forschungsbasen der Organisation Inra, nicht verwechseln mit Inara, aus dem 32. und 33. Jahrhundert. An diesen, nennen wir sie mal Story-Orten, findet man verstreut auf mehreren Terminals und Funkbojen Logbücher, die einzeln oder zusammengenommen eine kleine Geschichte erzählen und teilweise sogar aufeinander verweisen. So kann man an einer Stelle beispielsweise den Terminal einer Basis hacken und findet so heraus, dass sich jemand in einem SAV aus dem Staub gemacht hat. Diesen SAV kann man dann auch finden und so kommt man einer kleinen Story von jemandem, der bestimmte Dinge nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren konnte, auf die Spur. Das allein kann schon eine spannende Reise sein, auch heute noch, 3 bis 5 Jahre später. Einige dieser Story-Orte bauen sogar auf der Handlung des Spiels Frontier First Encounters von 1995 auf und beschreiben den Hintergrund der ersten Interaktionen zwischen Menschen und Thargoiden. In diesem Video gehen wir aber aus Zeitgründen nicht auf die Thargoiden oder Guardians ein. Das machen wir gesondert. Abseits irgendwelcher Basen- und Bodeninstallationen gibt es natürlich auch viele natürliche Geländeformationen zu erkunden und auch einige mit außerirdischem, nicht intelligentem Leben. Auch die findet man mit dem Oberflächenscanner. Diese Fundorte lassen sich also schon mal ganz grundsätzlich einteilen in geologische und biologische Formationen. Und ja, auch da kann man was abstauben. Bleiben wir zunächst mal bei den geologischen Formationen. Wenn man einen Himmelskörper mit dem Oberflächenscanner scannt, kann es vorkommen, dass man eine Anzahl solcher Orte findet. Die werden dann im Navigationsbildschirm links im Schiff in Listenform angezeigt. Man kann sie also vom Schiff aus ins Ziel nehmen und auch einzeln ansteuern. Man muss dann nur noch in der Nähe landen und kann sich dann im SAV aufmachen, den Ort zu erkunden. Diese Orte allein können schon schöne Motive für interstellare Postkarten sein. Aber man kann doch die Formationen tatsächlich auch mit dem Zusammensetzungsscanner analysieren. Das beschert einem dann einen Codex-Eintrag und ein paar Informationen zu jeweiligen Formationen. Dabei gibt es derzeit 4 verschiedene Kategorien. Fumarolen, das sind Stätten, die wie aufgeworfene Hügel aussehen und an denen Dampf, zumeist vulkanische Gase, austreten. Als nächstes folgen Bodenspalten, aus denen ebenfalls Dämpfe austreten. Dann gibt es noch Geysire, die besonders häufig auf Welten mit Wasservulkanismus auftreten. Die sind auch nicht ganz ungefährlich, denn ihre Kraft kann durchaus einen SAV in die Luft schleudern. Je nach Gravitation des Planeten oder Mond kann einen das auch schon mal in den nahen Orbit befördern. Es gibt Leute, die machen sich einen Spaß daraus und es gibt mittlerweile sogar Wettbewerbe im SAV Hochschießen, wo man dann am Ende versuchen muss, auf eine schwebende Anaconda zu springen. Sachen gibt's. Ach ja, die 4. Kategorie. Das sind die ganz klassischen Lava- oder Magma-Fontänen, die man so kennt. Dort Späßchen mit einem SAV zu veranstalten, kann allerdings schnell böse enden. Und wir empfehlen es nicht gerade für diejenigen, die nur einen Rover mit dabei haben. Aber was wir empfehlen, eine Stoppuhr einpacken und zur rechten Zeit am rechten Ort Screenshot drücken. Bilder mit spuckender Lava hoch in den Himmel vor einem interstellaren Nebel gehören vermutlich zu den schönsten, die man in Elite machen kann. Allen geologischen Formationen ist gemein, dass an diesen Orten bestimmte chemische Elemente für Synthese gefunden werden können. Dabei gilt, dass an einem speziellen Ort immer dasselbe Element zu finden ist. Hat man also erst einmal einen Ort gefunden, an dem zum Beispiel Germanium auftritt, dann wird das auch immer so bleiben.
Das kann mitunter sogar für den ganzen Planeten gelten. Wenn man einmal einen Planeten mit 26 geologischen Städten gefunden hat, in denen man das seltene Element Polonium findet, dann sollte man sich diesen Planeten als Lesezeichen speichern. Und alle 26 Städten werden einem künftig Polonium bescheren. Auch wenn man die gar nicht alle anfliegen muss. Aus- und Einloggen am Ort reicht ja völlig aus. In der Beschreibung des Videos haben wir euch einige Fundorte hinterlegt, wo ihr die selteneren Elemente finden könnt. Dazu gibt es auch ein Video bei uns. Sie sind ein wenig abseits gelegen, aber es lohnt sich wirklich, sich hier ein oder zwei Stunden den Bauch vollzuschlagen. Was man nicht braucht, tauscht man dann beim Materialhändler. Neben den geologischen Formationen gibt es nun auch die biologischen. Die sind sehr viel seltener zu finden und statistisch liegen Himmelskörper mit solchen Städten innerhalb eines bestimmten Temperatur- und Strahlungsbereichs. Damit sind sie vermutlich in einigen Systemen häufiger anzutreffen als in anderen. Hinter dem Begriff biologische Formation verbirgt sich ja im Grunde nichts anderes als außerirdisches Leben, wenn auch nicht intelligentes Leben. Ähnlich wie bei den geologischen Städten sind die biologischen auch untergliedert. Dafür haben sich unterschiedliche Namen etabliert, die meisten mit Bäumen oder Pilzen assoziiert. Da sind zunächst die sogenannten Amphoren, gefäß- oder röhrenförmige Auswüchse, meist auf nacktem Fels. Als nächstes finden wir die Anemonen und Borkenstämme, die auch solchen Gesteinsaufwürfen oder Auswüchsen sehr ähnlich sind. Und dann haben wir noch die Hirnbäume oder Gehirnbäume, die wie hohe Sträucher aussehen, an deren Knoten knollenartige Gebilde wachsen, die der Lebensform ihren charakteristischen Namen geben. Interessanterweise scheinen eben diese Hirnbäume besonders häufig in der Nähe von Ruinen der Guardians aufzutreten. Einer sehr fortschrittlichen Spezies, die bekanntlich sehr, sehr stark mit künstlicher Intelligenz in Verbindung gebracht wird. Ob das Zufall ist oder ob dort ein Zusammenhang besteht, konnte bisher aber noch niemand mit Gewissheit sagen. Auch bei biologischen Fundorten gibt es verschiedene Syntheseelemente, die man dort finden und gewinnen kann. Wie bei den geologischen Formationen gilt hier auch, erst wenn man mit dem Blaster des SRV die biologische Formation anschießt, kann man das Material als Bruchstück erhalten und aufsammeln. Das kann einen schon nachdenklich stimmen. So behandeln wir also nicht intelligentes Leben, auch wenn es nur Kolonien oder Mikroorganismen oder eben kristalline Kleinstlebewesen sind. Warum Greifarme und wissenschaftliche Instrumente, wenn man einen doppelläufigen Blaster an Bord hat? Warum die Zeit mit einer Analyse vertrödeln, wenn man das Ding auch einfach abschießen kann? Entschuldigung, aber die kleine ironisch ernste Anmerkung nehmen wir uns an der Stelle einfach mal raus. Elite ist ein super Spiel, aber alles abknallen und dann den Spieler dafür belohnen, ist auch nicht für alles die Lösung. Viele Spieler haben Frontier dafür teilweise zu Recht kritisiert. Naja, das ist ein anderes Thema. Bleiben wir beim Stichwort Wissenschaft. Der Vollständigkeit halber und aufbauend auf der Suche nach geologischen oder biologischen Fundorten gibt es in der Community auch die quasi wissenschaftliche Methode, diese Fundorte zu erfassen und statistisch auszuwerten. Ziel war es und ist es, Voraussagen machen zu können, ob und unter welchen Bedingungen solche Fundorte auftreten und diese dann beispielsweise mit echten geologischen Theorien zu vergleichen, vor allem aus den Bereichen Vulkanismus und Plattentektonik. Es ist immer wieder erstaunlich, wie sich Spieler eines Computerspiels einem solchen Zweck verschreiben und wie unglaublich hoch ihre Motivation dann ist, diese, ich nenne es mal Studien, voranzutreiben. Einige Spieler nennen das Spiel dann nicht mehr Elite Dangerous, sondern Excel Dangerous, nur so am Rande. Es gibt aber in der Community tatsächlich gigantische Excel-Listen mit tausenden von Himmelskörpern darin, die akribisch aufschlüsseln, auf welchen Planeten und in welchem Gelände man am besten Arsen oder Technetium finden kann. Oder auf welchem Planeten am ehesten Wasservulkanismus anzutreffen ist. Es gibt sogar Spielergruppen wie die Rock Rats, die sich nahezu vollständig der Aufarbeitung der, nennen wir es mal, geologischen Engine verschrieben haben. Und das seit Anfang 2016. Diese Projekte haben ihren Ursprung zu einer Zeit gefunden, als Frontier noch nicht so freizügig mit der Preisgabe von Spieldaten über eine Programmschnittstelle war und die Leute buchstäblich Megabytes an Daten per Hand in Excel eintragen mussten. Wer sich diese alten Listen mal anschauen und in Ehrfurcht vor der immensen Arbeit erstarren will, kann das gerne bei uns auf dem Discord erfragen. Das würde hier sonst den Rahmen sprengen.
Ja, man kann aus Elite eine Wissenschaft machen. Und das machen auch nicht wenige. Und die haben einen Heidenspaß daran, sonst würde es diese Gruppen ja nicht geben. Es gibt allerdings auch noch eine ganz andere Version der Oberflächenerkundung, nämlich das Aufspüren besonders dramatischer Geländemerkmale. Dadurch, dass viele Spieler auf der Suche nach besonderen Orten für ihre gefürchteten Rennen sind, hat sich der Begriff Canyonismus eingebürgert. Gesucht werden möglichst weit verzweigte Schluchten oder sehr hohe, schroffe Berge. Dort trifft man sich dann regelmäßig und veranstaltet alle möglichen Rennen mit getunten Raumschiffen, Jägern oder SRVs. Oder man schaut zu und feuert ein paar Raketen dazwischen, was meistens auch erwünscht ist. Wo findet man denn solche Orte? Dadurch, dass in Elite Gravitation und Gezeitenkräfte zwischen zwei oder mehr Körpern recht gut simuliert werden, findet man tiefe Furchen und Canyons besonders auf Monden von Gasriesen. Warum? Weil Eigenrotation und die unglaublichen Anziehungskräfte in der nahen Umlaufbahn die Krustenbildung eines solch kleinen Mondes um ein Vielfaches mehr beeinflussen, als bei der guten alten Erde mit ihrem gigantischen Eisenkern und dem dazugehörigen Magnetfeld. Das Ergebnis ist deutlich. Diese Monde sind durch ausgesprochen lange und tiefe Canyons zerrissen. Und zwischendurch gibt es dann Plateaus, dafür aber meist wenig wirklich große Krater. Wer sowas mal sehen will, fliegt ins Sternensystem Pomech, speziell Pomech 2c. Besonders lustig sind solche Canyonrennen übrigens auf Eismonden und dann auf dem dünnen, 8 Kilometer hohen Kamm eines solchen Gebildes. Wir haben für euch einfach mal ein paar Links zu bekannten Veranstaltern solcher Rennen zusammengefasst. Viel Spaß, wir hoffen, ihr seid schwindelfrei. Diese geografische Erkundung ist natürlich auch auf andere Merkmale übertragbar. Hohe, isoliert stehende Berge, sozusagen der einsame Berg aus dem Hobbit, nur eben auf einem anderen Planeten, naja, und mit ohne Hobbits. Es gibt auch ganze Bergketten, die Kilometer hoch sind und sich über den halben Planeten erstrecken. Auch hierzu versorgen wir euch mit einem Link zu einem der bekanntesten Portale für Elite-Fotografen. Mit der Möglichkeit, mit Odyssee auch auf Planeten mit Atmosphäre landen zu können, wird es vermutlich dann um noch ein Vielfaches spannender werden, gezielt nach solchen geografischen Besonderheiten zu suchen. Fürs Erste soll's das aber gewesen sein. Wie immer gilt, wenn ihr mehr erfahren wollt oder euch austauschen wollt, besucht uns gern auf unserem Discord. Wir sind da draußen. Seid ihr es auch? Euer Science Keeper.